Dank. Meine Damen und Herren, Humpes der Talk, wie immer aus Ravensburg, aus dem historischen Humpes Museum mitten in der Stadt. Unsere Band, Sigis Band, heute ein Quartett. Herzlich willkommen und vielen Dank für eure Leistung. Meine Damen und Herren, wir versuchen immer interessante Gäste einzuladen. Wir haben heute ein Paar eingeladen, ein Ehepaar. Sie sind beide im Beratergeschäft tätig, aber Berater gibt es wie Sand am Meer. Deswegen müssen Sie schon was Besonderes leisten. Begrüßen Sie gleich nach dem Einspieler mit mir Helmut Rohleder und Simone Zipper. Sie möchten Ihre positiven Ergebnisse nach außen geben. Das heißt auch, Sie sollten wissen, wie Sie wirken, wie Ihre Ausstrahlung ist, wie Ihre Kompetenz rüberkommt. Und Sie sollten gleichzeitig einschätzen können, was Ihr Gegenüber Ihnen zurückmeldet. Kommunikationstraining im Stuttgarter Europa-Hotel. Simone Zipperle ist in ihrem Element. Langjährige Berufspraxis, Bühnenerfahrung mit Gesang und Schauspiel sowie empathisches Auftreten, ihre Markenzeichen. Seit 10 Jahren ist sie mit Helmut Rohleder verheiratet, hier bei einem vorbereitenden Gespräch auf ein Motivationsseminar. Was auch natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist, die Identifikation mit dem Unternehmen. Das sagt sich so leicht. Helmut Rohleder. Vor seiner Zeit als Motivationstrainer war er von 1972 bis 1986 Torwart des VfB Stuttgart in 280 Spielen der Fußball-Bundesliga. 1984 wurde er mit dem VfB Deutscher Meister. Wird er der neue VfB-Präsident? Und damit herzlich willkommen bei Humpes, der Talk. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Guten Abend. Sie haben Verständnis, wenn ich aus Gründen der Aktualität mit ihm anfange. Ja, machen Sie ruhig. Ich werde Sie dann schon ordentlich mit einbinden. Herr Rohleder, wir haben eben schon gehört, was Sie schon geleistet haben als Sportler. Sie waren Deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart. Sie haben auch ein A-Länderspiel, ich glaube gegen Russland war es. Und Sie sind in Ihrem Beruf als Coach, als Berater erfolgreich. Jetzt wollen Sie Präsident des VfB Stuttgart werden. Warum tun Sie sich das an? Ja, ich glaube, wer die Bundesliga und vor allem den VfB verfolgt, hat gesehen oder mitbekommen, dass in den letzten Jahren ja immer wieder starke Schwankungen da waren. Im vergangenen Jahr bzw. letzte Saison so gerade noch vom Abstieg gerettet. Und das ist ja nicht so, dass es zufällig passiert, sondern es gibt einfach Defizite im Verein, es gibt Defizite in der Kommunikation, es gibt Defizite zwischen den einzelnen Führungsgremien und die Menschen draußen, die Fans, sagen, es muss eine Veränderung her und vor allem mehr sportliche Kompetenz in diesem Bereich Präsident. Und ich habe alle meine Talente zusammengezählt und Erfahrungen, habe gesagt, das mache ich. Gut, das war eine nüchterne Analyse der Situation aus Ihrer Sicht jetzt. Aber was treibt Sie persönlich an? Man muss das ja auch machen wollen. Ja, ich habe ja lange Zeit für den Verein gespielt. Ich habe dieses rote Herzblut, also sprich VfB hat ja Vereinsfarbe rot. Und wenn man dann so über Jahre hinweg von außen immer reinschaut und alle um einen rum sagen, Mensch, da muss doch mal was geschehen, ne? Dann ist einfach bei mir, ist es so durchgebrochen, sage ich mal. Es gibt ja auch eine Aktion VfB 2011, die das Ganze auch beleuchtet haben. Wir müssen ja einen sehr schwierigen Weg gehen, das heißt über eine Satzungsänderung. Und wie gesagt, dann habe ich alles zusammengenommen, habe mir überlegt, wie lange ich das machen könnte, auch von der körperlichen Fitness, und habe gesagt, jetzt ist der Tag gekommen, an dem ich mich als Präsident in einer Oppositionsrolle aufstellen lasse. Frau Zipperle, beraten Sie ihn auch privat? Ich unterstelle es mal. Haben Sie ihn geraten, diesen Weg zu gehen? Ich habe ihm nicht geraten, diesen Weg zu gehen. Das war eine gemeinschaftliche Entscheidung. Was ich allerdings mache, und da gebe ich Ihnen recht, ich berate ihn auch natürlich. Ja, es gibt sehr viele Menschen, die ich berate, speziell eben im Management- und Führungsbereich. Und dann lasse ich meinem eigenen Mann das natürlich auch zukommen und ich verlange keine Rechnung. Okay. Er darf mich dann mal zum Essen einladen. Es hätte ja sein können, dass das aus steuerlichen Gründen Sinn macht, aber ich weiß es nicht. Ich denke mal drüber nach. Danke für den Tipp. Wie ist denn Ihr Verhältnis zum Fußball?
Ich habe ein sehr offenes. Wenn Sie mit ihm verheiratet sind, unterstelle ich mal, dass Sie irgendwie doch eine gewisse Grundsympathie auch haben. Ich habe ein sehr offenes und sehr gutes Verhältnis zum Fußball, was zum einen daherkommt, dass ich aus einer Fußballerfamilie komme. Mein Vater war begeisterter Fußballer. Ich sage immer in so einer Kreisliga B-Ersatz Heidelbeer-Liga irgendwo ganz unten, aber mit viel Energie. Und so bin ich auf dem Sportplatz aufgewachsen quasi. Und da war es nur eine glückliche Fügung, dass ich dann meinen Mann kennengelernt habe. Und ich habe da ein sehr offenes Verhältnis zu und ich mache es einfach kurz. Ich finde, er ist der Richtige für den Job. Gut. Mhm. Herr Rohleder, Sie haben ja in der Zwischenzeit, nach Ihrer aktiven Zeit als Sportler, sind Sie sehr stark im Beratungswesen tätig. Wir haben es schon erwähnt. Was unterscheidet denn eine Spitzenposition in der Wirtschaft von einer Spitzenposition bei einem Bundesliga-Verein? Muss man da andere Qualifikationen haben, andere Talente haben oder ist das auf einer Ebene? Ja, wenn man eine Spitzenposition anstrebt in einem Verein, dann muss man meiner Meinung nach auch sehr hohe sportliche, also fußballerische Kompetenz haben. Und das haben die letzten Präsidenten des VfB Stuttgart nicht gehabt. Zum anderen ist es so, bei mir ist ja, kam ja nach dieser, also ich bin jetzt im Beratergeschäft tätig, aber nach dieser fußballerischen Karriere kam ja dann zunächst mal eine Karriere im Management. Das heißt, ich habe ein Unternehmen geleitet, ein mittelständisches Unternehmen mit 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und bin dann in diese Selbstständigkeit gegangen als Berater. Und wenn ich das alles, diese ganzen Komponenten eben zusammennehme und es projiziere auf das Anforderungsprofil eines VfB-Präsidenten, wie gesagt, immer auch unter dem Aspekt, dass man auf der einen Seite, der Verein ist heute ein Wirtschaftsunternehmen, man muss wirtschaftlich denken, aber man muss diese sportliche Kompetenz, die sie ja darin ausdrückt, in jedem Einkauf eines Spielers, jede Verpflichtung, die will ich einfach stärken und die kann ich stärken. Und wenn ich dann das Gesamtpaket anschaue, sage ich, ich bin bereit, ich mache das. Für die sportliche Kompetenz sind ja im Moment der Manager und der Trainer verantwortlich. Der Präsident natürlich auch, aber in erster Linie die beiden. Ist der VfB Stuttgart da nicht gut besetzt? Ja, sagen wir mal so, die beiden derzeitigen haben einen relativ schlechten Start gehabt, auch von der Außenwirkung, von dem Ganzen, wie sie auf die Mannschaft zugegangen sind. Sie haben sich dann gesteigert und vor allem, gut, da war sicherlich auch die Komponente Glück dabei, aber vor allem hat der VfB, Gott sei Dank, mit einem relativ sicheren Punktekonto dann doch noch den Abstieg verhindert. Und deswegen kann man sagen, in der jetzigen Phase, Saisonvorbereitung, rüttelt man nicht an diesen beiden Personen. Mit diesem Job, also Präsident eines Bundesliga-Vereins, sind auch ein paar Unannehmlichkeiten verbunden. Man ist jede Woche, fast jeden Wochentag, im Fokus der Presse. Man ist wahnsinnig abhängig vom Erfolg der Mannschaft. Schreckt Sie das oder motiviert Sie das? Ja, das motiviert mich, weil ich möchte ja was bewegen. Ich möchte ja, dass die Mannschaft, dass der Verein besser wird. Und deswegen ist es mir völlig egal, sage ich jetzt mal, wenn ich da auch Kritik einstecken muss. Ich habe eine ganz klare Zielrichtung, eine Ausrichtung, wie der Verein nach vorne kommen soll, wie sich einige Komponenten oder beziehungsweise auch von unten herauf schon der Aufbau ändern sollen, verbessern sollen. Und das ist alles, was ich mir vorgenommen habe. Und schauen wir mal, ob es klappt. Sagen Sie uns noch ein Wort zur Prozedur. Sie müssen eine Mehrheit haben von 2/3, um überhaupt die Satzung ändern zu können, um überhaupt gewählt werden zu können. Oder ja, habe ich das falsch formuliert? Ich nehme Ihr Angebot an. Okay. Die Satzungsänderung bedarf 3/4. Und jetzt gibt es ja Menschen, die zwischen 2/3 und 3/4 nicht so genau wissen, was ist wirklich mehr. Aber nee. Sie wissen es und ich weiß auch. Also wir brauchen tatsächlich 3/4 für die Satzungsänderung. Aber danach brauchen wir nur noch 50% plus eine Stimme für die Wahl des Präsidenten, deswegen bin ich sehr zuversichtlich. Und es ist einfach so, ich sage, es wird schon langsam so ein Mandat, ne? Also das heißt, die Menschen außen herum um mich und aber auch um den Verein herum, vor allem die Mitglieder, die bewegen etwas und sagen, wir brauchen eine Veränderung und das stärkt mir natürlich den Rücken. Und Sie machen jetzt auch richtig oder haben auch richtig Wahlkampf gemacht? Ja, ich gehe zu den Fanclubs, 3 bis 4 Mal die Woche und arbeite richtig fest daran, dass die Menschen, weil die Menschen kommen zu einer Mitgliederversammlung und haben dann eine gewisse Angst, eine gewisse Hemmschwelle oder präsentieren sich so, ich sage jetzt mal, als lethargische Masse. Man muss sie wirklich dazu bringen, dass sie sagen, ich hebe dann auch das richtige Kärtchen hoch. Täuscht mein Eindruck, dass gerade Torhüter besonders ehrgeizig immer sind? Also wenn ich an Herrn Kahn denke, aber auch Herr Schumacher war sehr ausgeprägt engagiert, sagen wir mal vorsichtig.
Ja, als Torhüter muss man einen anderen Ehrgeiz haben, weil man trainiert anders als die Feldspieler. Man ist der Einzelspieler innerhalb eines Mannschaftsverbundes und deswegen ist man auch anders geistig aufgestellt. Mhm. Also man muss sicherlich mehr Ehrgeiz haben und härter arbeiten, als es bei den Feldspielern der Fall ist. Mhm. Haben Sie Ihren Mann auch so kennengelernt und empfunden, dass er besonders ehrgeizig ist? Ja, ich habe ihn in seiner aktiven Zeit nur aus der Sicht des Zuschauers gekannt, also nicht persönlich. Und als ich ihn kennengelernt habe, er war immer sehr zielstrebig, ist es immer sehr ehrgeizig, sehr nach vorne orientiert. Und genau das zeichnet ihn aus, dieses nach vorne Orientierte. Mhm. Er ist also keiner, der an seiner alten Vergangenheit hängt. Es gibt viele Fußballer aus dem Profifußballertum, die kommen da nicht los davon. Die bleiben nach der Fußballkarriere immer irgendwo so am Rand dieser Sportarena stehen und gucken zu und sagen, oh, war das toll und weißt du noch und überhaupt. Und bei ihm ist es so, er hat sich komplett davon gelöst und hat eine zweite Karriere geschaffen. Und das ist das, was mich damals, als ich ihn kennengelernt habe, war das gerade so eine Phase, sehr beeindruckt hat, dass jemand von so etwas loslässt und sagt, ich habe es erreicht, ich hatte es und jetzt gucke ich mal, was ich noch erreichen kann in meinem Leben. Das fand ich sehr spannend. Mhm. Arbeiten Sie zusammen oder im Grundsatz getrennt? Beides. Ja, okay. Sowohl als auch. Es gibt das ein oder andere Seminar, das wir durchaus miteinander kombinieren, dass wir dann an so ein Kommunikationsseminar noch ein Motivationstraining mit ranhängen, wo er dann die Mannschaft übernimmt und wenn wir 2-3 Tagesseminare machen, dann er einen Motivationstag mit dazu macht. Mhm. Ansonsten halten wir den Seminarbereich, den ich mache, mit dem Bereich, den er macht, doch relativ getrennt. Mhm. Herr Rohleder, was für Kunden haben Sie und wie läuft das Geschäft ab? Kommen die Leute zu Ihnen, melden Sie sich bei Ihnen oder betreiben Sie eine besondere Form der Akquise? Inwieweit ist es wichtig für die Kunden, dass Sie mal eine Sportgröße waren oder spielt das gar keine Rolle? Also die Sportgröße, die spielt eher eine Rolle, wenn ich Referate halte für große Firmen oder bei Wissensevents oder so. Aber in der Beratung selber, man darf sich da nichts vormachen, man kann nicht kommen und sagen, ich war mal ein Großer im Sport. Oder wie ich immer sage, ich war mal eine sportliche Größe, jetzt bin ich eine unsportliche Breite. Sondern man hat einen gewissen Vorschuss, aber ansonsten ist es genauso. Es ist Akquise, man muss seinen Bekanntheitsgrad hochhalten. Man muss vor allem bei den Seminaren selber oder auch bei den Referaten mit Leistung überzeugen. Und wir sind ja auch sehr stark im Mittelstand tätig, kein Unternehmen bucht einen nur, weil man mal früher vielleicht Deutscher Meister war und so. Es ist eine völlig andere Liga jetzt und eine völlig andere Ausrichtung. Wie gesagt, diese unternehmerische Erfahrung spielt eine große Rolle. Und ansonsten, also der Fußballer tritt in den Hintergrund bisher, aber jetzt kommt er als Präsident wieder zum Vorschein. Mhm. Machen wir doch noch mal den Blick zurück. Das größte sportliche Ereignis oder das größte Erfolgserlebnis war die Deutsche Meisterschaft? Mit Sicherheit, ja. Vor allem kam bei mir dazu im entscheidenden Spiel 2, also am vorletzten Spieltag. Ich hatte vorher 6 Wochen nicht gespielt. Ich hatte einen Zusammenprall mit dem Rummenigge und eine Nierenverletzung und bin dann wirklich als untrainierter lascher Torhüter mit so einer Bauchbinde ins Tor gestanden, einfach weil der Trainer zu mir gesagt hat, dein Vertreter hat sehr gut gehalten, aber in diesem wichtigen Spiel setze ich auf deine Erfahrung. Es war für mich ein unheimlicher Vertrauensbeweis und es hat auch sehr gut geklappt, obwohl ich nicht fit war. Und das einzige Länderspiel, was Sie gemacht haben, war gegen Russland. Ich glaube, eine Halbzeit in Dortmund, stimmt's? Nee, in Dortmund war es nicht, nee. Es war in Hannover. In Hannover, okay. Ja. Warum ist da nicht mehr draus geworden? Meine, Sie waren ja ein anerkannter Torwart. Ja, ich war dann mit dabei. Das war ja 84 bei der Europameisterschaft in Frankreich. Und die ist ziemlich schlecht gelaufen. Ja. Dann gab es einen Umbruch, neuer Trainer und so. Und ich habe danach auch, oder der VfB hat danach auch keine gute Saison gespielt, was symptomatisch ist von VfB inzwischen. Immer wenn man Meister wird, dann spielt man eine relativ schlechte Saison. Mhm. Wir haben es damals angefangen praktisch. Okay. Meine Damen und Herren, wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung. Wir sind gleich wieder für Sie da und dann werden wir auch klären, Frau Zipperle hat eine Ausbildung als Schauspielerin und als Sängerin. Wie sie das in ihre Beratungsarbeit und Coachingarbeit einbringt, bleiben Sie dran.